Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Time at Sandrock. So, heute ist der Tag, wo wir endlich den fünften Mikrochip kaufen können. Forschungszentrum, ja, da haben wir die Anleitung. Das ist Haushaltsverarbeiter. Und Nia hat geantwortet. Ja, es ist wirklich erstaunlich. Weißt du, das ist einer der Gründe, warum ich unbedingt Botanikerin werden will. Du bist manchmal sehr inspirierend, aber nur manchmal. Deine Freundin für immer. Okay. So, da haben wir wieder Material drin. Das können wir gerade mal alles einsortieren lassen. Sehr schön. Den Wüstenfuchs können wir mal wieder losschicken, dass er Wasser besorgt. Und was haben wir hier? Nägel mehr brauchen wir nicht. Du kannst hier aber noch weitermachen. So. Gummischrott kann er auch mit weitermachen. Sehr gut. Haushaltsofen. Ja, da fehlt mir halt tatsächlich einfach die Anleitung. Und ich krieg sie nicht. Ich krieg sie im Moment einfach nicht. So, was könntest du noch machen? Marmorziegel könnten wir noch mal ein paar gebrauchen. Moment. So, du könntest auch noch mal damit weitermachen. Und das Wasser nehmen wir natürlich. So, dann gehen wir jetzt mal hoch, kaufen den nächsten Mikrochip. Bauen gerade den Bus noch ab. Und den Roboter hier natürlich. Wichtige Dinge. Ja, kaufen wir. Den Müllhaufen wollte ich gar nicht, aber okay. Warte, haben wir, ne? Den Busrahmen wollte ich, genau. Das war mein eigentliches Ziel. So, haben wir auch. Den Kunststoffdings hier würde ich noch mitnehmen. Was glitzert denn da so? Ich glaube, da müssen wir gleich mal gucken gehen. Das kenne ich gar nicht. Da müssen wir aber gucken gehen. Das machen wir vor dem Mikrochip. Also wir kaufen den jetzt noch, dass wir die Station gleich aufwerten können. Aber da müssen wir natürlich mal reingucken gehen. Das sieht ja mal richtig interessant aus. Hi Venti, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht anrempeln. So, einmal Mikrochip. 10 haben wir hier keins. Macht aber nichts. So, was leuchtet da so? Das ist mir noch nie aufgefallen. Ist das neu? Eine Höhle. Die kenne ich nicht. Okay. Gänzlich unbekannt.
Gucken wir erstmal in diese Richtung hier. Okay, ich dachte, das könnte ich abbauen, weil das so glitzert, aber... Ah, Moment, doch kann ich abbauen, hiermit. Mit dem Staubwedel geht das. Stimmt. Ist aber nichts, was ich irgendwie auslösen kann. Machen wir es mal weg. Vielleicht irgendeinen Grund wird es ja haben, dass man die wegmachen kann. Vielleicht ist irgendeiner da, wo man was drunter findet. Ansonsten haben wir halt sauber gemacht. Dinas haben wir gekriegt. Okay. Ah, ist eine Kiste. Ich sehe es schon. Da ist noch eine Kiste. Wir kriegen Dinas. Das ist ja auch nicht so verkehrt. Haben wir zwar, glaube ich, eine ganze Menge von, aber... Kiste öffnen. Ein Diamant. Noch eine Kiste. Ein Rosenstein. Ich weiß, ich könnte die Kiste auch... Öllampe. Nicht die Anleitung, die ich gerne gehabt hätte, aber eine Anleitung. So. Energiesteine. Kommen wir hier noch irgendwo hoch? Da oben ist eine Kiste. So, Vollmondarmband, okay. Sonst haben wir hier oben nichts, ne? Da ist nichts. Da ist nichts. Okay. So, was haben wir hier noch? Aua. Hier ist nichts. Hier oben nicht. Ne, hier scheint gar nichts zu sein. Ups. Zu hoch gesprungen. Ja, nett. Nett. Hat sich, würde ich sagen, durchaus gelohnt. So, jetzt können wir mal gucken, dass wir die Dingsstation, da die Arbeitsstation vergrößern. Montagestation heißt sie, glaube ich. Das war ja das, was wir eigentlich vorhatten. Hi Nemo. So, Konstruktionskreuzung. So. Ausstellungshandbuch.
Ne, Moment. Dartmontagestation. Verbesserung, wir haben alles. Halleluja. Lassen wir sie hier. Kann ich sie nochmal verbessern? Ne, da brauchen wir Stahlplatten. Magnesium. Oh, Prozessoren. Ja, das wird noch ein bisschen anspruchsvoller. So. Verlassen. Hühnerstall brauchen wir aktuell noch nicht. Stall auch nicht. Sandfischteich. Hm. Macht, glaube ich, aktuell keinen Sinn. Wir müssen zur Sandbarakudas fangen. Das können wir aber auch, können wir auch noch machen. Einen brauchen wir noch. Vielleicht haben wir heute Glück und kriegen heute mal einen. Letztes Mal haben wir ja auch einen gekriegt. Anleitung? Keine Anleitung. Oh, aber wir haben eine, gekriegt eben im Dings, ne? Wo ist die denn? Da. Bereits gelernt. Kann ich sie verkaufen? Ja, kann man verkaufen. Dann tun wir das doch. Ich brauche sie auch. Hier können wir auch gerade mal noch gucken. Stahlstangen, 700 Taler. Blutsteinkerne. 8 Stück. Pumpenrohr. So, Pumpenrohr müssen wir herstellen. 2 Stück. Material haben wir aber alles, wenn ich es richtig sehe. Wir haben Glas, wir haben Gummiringe, wir haben Gummischläuche. Passt. Bauen wir das hier. Pumpenrohr. 2 Stück. Zeitkapsel, da fehlt mir noch der Manganstahl. So, Blutsteinkerne 3. Lehm fehlt mir noch. Lehm fehlt mir noch. So, das können wir hier noch reintun. Das brauche ich nicht dabei. Ach, Sandbarakuda wollte ich noch einen fangen, ne? Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber erstmal das Pumprohr wegbringen. Ach, da hinten ist der. Dann würde ich noch kurz bei Amira vorbei. Und Lehm kaufen. So, einmal Pumprohr. Super duper, das ist... Dank dir ist die Kirche gerade 2% cooler geworden. Ja. Und da hast du auch noch irgendwas. Die neuen Nudeln im Blue Moon sind schön und gut, aber immer wenn ich den Geruch aus dem Fenster rieche, fange ich an zu sabbern wie ein Welpe bei einem Hotdog-Wettbewerb. Das ist nicht gut, um hydriert zu bleiben, aber ich liebe sie. Have a good day. Ja, have a good day. Dann gehen wir gerade noch Lehm kaufen. Und ich kann noch wieder eine neue Anleitung in Auftrag geben. Das wäre vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Mhm. Dann kann ich nämlich noch die letzte Dings machen. Den letzten Blutsteinkern. So, Lehm. Okay. Ja, die brauchen wir nicht kaufen. Die haben wir. Läden sind hier auch alle auf Vertrauensbasis. Man nimmt sich die Ware und gibt das Geld in die Kasse.
Austi hat die Aufgabe erfüllt. Industrieller Verarbeiter oder Industrieofen? Machen wir mal den Industrieofen. Hi. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass ich einen Energiestein für vor... Okay, die haben wir, glaube ich. Energiesteine. Nee, habe ich gar keinen dabei. Sorry. Ich dachte, ich hätte. Müsste ich mal welche einstecken. Aber jetzt können wir den letzten Blutsteinkern machen. Je nachdem, wenn wir eh wieder da hoch müssen, dann nehme ich auch noch einen Energiestein mit. Und Dings wollte noch Bronzeplatten, ne? Mien. Mien wollte noch Bronzeplatten. Da könnte ich mal welche beauftragen. Machen wir mal einen Schwung. So, Blutsteinkern. So, wer brauchte den? Wer wollte den? Er. Und da ist hier gleich ein Blue Moon. Okay. Ja, Express-Tee-Zubereiter. Da brauchen wir erst wieder zwei Mikrochips. Aber die Montagestation war jetzt wichtiger. Oh, hi, Elsie. Mien erzählt immer, wie sehr sie die Wolkenkratzer in Telski vermisst. Aber ich finde, das passt nicht zusammen. Wolkenkratzer verderben nur die Aussicht. Ich will immer die Wolken sehen und nicht die Kratzer. Ja, haben wir irgendwas, was wir dir schenken können? Ja, den hier. Ist das nicht ein süßer kleiner Kerl? Schau dir seinen Beine an. Oh, er bringt mein Herz zum Schmelzen. Ich liebe ihn. Danke, Karl. Ich werde mich immer gut um ihn kümmern. Hugo. So, einmal Auftrag. Hey, schon? Nicht schlecht, nicht schlecht. Hier ist deine Bezahlung. So, hallo Mien. Du hättest gerne Bronzeplatte, ja. See ya. Pablo. Howdy. Mir ist aufgefallen, dass du dich nicht nach irgendwelchen Konventionen kleidest. Zumindest scheinst du keinem der Trends hier zu folgen. Wer hat aber es inspiriert, dich so kontrovers und doch so mutig zu sein? Ich muss dein Geheimnis ergründen. Ich nehme halt das, was im Schrank hängt. Es muss praktisch sein, die Kleidung. Konventionen sind da. Mode. Nö. Praktisch und bequem. So, können wir gar noch mal wegen Wasser gucken. Zeitkapsel. Ich wollte jetzt aber Wasser machen. Haben wir noch mal zwei. Können wir noch mal wieder auffüllen. So, und hier brauchten wir diese Sandrennenstation, ne? Was haben wir denn? Bronzeplatten fehlen uns noch. Gummischalen, die haben wir. Marmorziegel haben wir. Gusseisenrohr haben wir. Die Bronzeplatten fehlen noch. Den könnten wir mal noch weiter füttern. So. Gusseisenrohr würde ich nochmal wieder herstellen, genau. Mach ruhig die 10 Stück. Was wir haben, das haben wir. Manganstahl kannst du mal noch weitermachen. So, du machst noch Marmorziegel. Ja, mehr kannst du auch nicht machen. So, sobald wir die Bronzeplatten haben, da können wir noch den Sandbarracuda. Der zweite fehlt uns halt noch.
Den machen wir aber auch nicht mehr heute. Ich sage jetzt nämlich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.